Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Mission, der Mission Nummer 15. Und diesmal geht es wieder nach Westerlin und dann schauen wir mal, um was es da genau gehen soll. Ich habe garantiert, genau, ich wusste es, ich habe wieder den Ladebildschirm vergessen. Naja gut, wir sind ja sowieso fast am Ende des Spiels, ich glaube, ich lerne das auch nicht mehr. Aber jetzt können wir uns anhören, was es da zu tun gibt. Euer Majestät, die Lage ist ernst. Wir wurden von einem aus unserer Mitte betrogen. Der Verräter hat die Truppen des Roten Prinzen nach Westholm eingelassen. Die königliche Stadt selbst ist in Gefahr. Die Truppen des Verräters werden schon bald hier sein, um uns gefangen zu nehmen. Einer eurer loyalsten Ritter muss aus der Stadt fliehen und eine sichere Siedlung im Norden erreichen. Der Ritter muss dort ein sicheres Hauptquartier errichten und unsere Verbündeten kontaktieren. Der Rest von uns muss hier die Stellung halten und unsere Stadt beschützen, auch auf die Gefahr hin, in Gefangenschaft zu geraten. Lasst mich offen sprechen, Majestät. Die anderen müssen den Thron schützen. Ich sollte derjenige sein, der geht. Ja, das hat Elias sehr schön gesagt. Wir wissen natürlich, wer der Verräter ist. Aber ich spiele ja nicht so gern mit Elias und da wir in letzter Zeit ziemlich oft Hakim hatten und wir hier auf jeden Fall genug Holz haben werden, nehmen wir jetzt mal wieder. Wie können Sie es wagen, uns anzugreifen? Die anderen werden euch schützen. Ich hole Hilfe. Genau, die Alandra, die ich eigentlich sowieso am allerliebsten spiele. Und dann starten wir natürlich auch gleich mal. Ja, die Beschreibung lese ich jetzt hier gerade nicht vor, aber ich glaube, der Ladebildschirm ist relativ kurz. Also zumindest hat er sehr schnell angefangen, der Ladebalken. Und Spiel starten. Ich muss überleben und die nördliche Siedlung erreichen. Die anderen Ritter zählen auf mich. Die königliche Stadt ist an den Verräter gefallen. Die anderen Ritter wurden gefangen genommen. Ich muss so schnell wie möglich die nördliche Siedlung erreichen. Kannst du da nicht durchs Tor? Ei. Warte mal, könnt. Ah, da ist der, da greifen. Och, da greifen die schon an. Ja gut, ich würde mal sagen, der Anfang ist mal voll in die Hose gegangen. Kennt ihr nicht irgendwie das Tor oder so? Sofort. Nicht wirklich, ne? Ach, Alandra. Oh, doch, jawohl. Doch, doch. Los, Alandra. Lauf. Husch. Befehl verstanden. Sofort. Befehl verstanden. Habe ich's mir doch gedacht. Auf euren Befehl. Jungs, ihr dürft unterwegs. Eigentlich, auch. Verstanden. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Ja, ne, die wollten nicht fliehen, Alandra. Sorry, aber ich hab's versucht. Ganz wie ihr wollt. Die Landschaft hier mag ich sowieso sehr gerne. So, können wir das Ziel irgendwie mal ausblenden? So. Ach, das ist aber auch hübsch. Das ist ja schön. Aber gut, wir kämpfen ja hier so um unser Leben und so. Müssen wir überhaupt langlaufen? Völlig planlos. Wir folgen jetzt einfach mal dem Weg etwas weit nach rechts. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Das ist schon mal gut, wenn es hier hoch geht. Das ist schon mal nicht ganz so falsch. Solltest vielleicht auch auf dein Fußvolk warten. Nee, ne? Hast du keine Lust drauf. Na gut, dann lauf du mal vor. Du musst ja sowieso als erstes ankommen. So, dann können wir dahin. Was haben wir denn da? Den Hafen, ne? Ist auch ein süßer Hafen. Der Krebs! Der Krebs ist toll! Ich finde den Krebs super. Gut, widmen wir uns wieder der eigentlichen Mission. Ganz wie ihr wünscht. Das ist auch schön. Ach, so ein schöner Bachlauf. So ein schöner Bachlauf. Schon unterwegs. Na gut, hier ist ja auch echt nichts. Oh, was haben wir denn da? Hirsche? Hirsche. Ach, die sind aber auch hübsch. Möchte man dann gar keine Jägerhütte hinbauen, ne? So idyllisch, wie das aussieht. Gut. Alandra, bist du jetzt eigentlich da?
Naja, du musst ja hier ankommen. Ah, jetzt hat's gezählt. Dieser Ort wird mir zumindest für den Augenblick Schutz gewähren. Ich muss zuerst eine Siedlung errichten. Danach kann ich mich auf die Suche nach Hilfe machen. Ja, dann einfach mal hier wieder den ganzen Standard. Erstmal ein Pfad. Pfad, immer erstmal mit dem Pfad anfangen. Und zwar hier hoch. Zack. Erstmal die ganzen Bäume abgeholzt mit dem Pfad. Auch schön. Wer braucht schon etwas Dekoration? So. Dann eine Holzfälle. Oh, da haben wir einen Steinbruch. Sehr schön. Dann brauchen wir natürlich eine Holzfällerhütte. Die setzen wir. Ich will das aber nicht oben in das Wild tun. Die brauchen ihren Wald. Ich kann die Holzfällerhütte da oben hinsetzen. Das ginge. So, hier so oben. So, ich frage, ja, wir brauchen eh einen Pfad für den Steinbruch. Nein. Dann einmal hier eine kleine Abzweigung. Wie, es fängt schon an zu schneien? Oktober. Ach toll, wer startet denn einen Angriff im September? Also das ist ja mal völlig taktisch unklug. So, dann einmal eine Steinmetzhütte. Und dann die Jägerhütte einmal ausgebaut. Dann brauchen wir noch eine Metzgerei, die wir direkt neben die Burg setzen, damit wir da später auf gar keinen Fall eine Mauer drumherum bauen können, weil wir brauchen schon eine Mauer um die Burg. Die beschützt sich ja von alleine. Dann brauchen wir zum Aufsteigen noch eine Gerberei. Die setzen wir einfach mal hier hin. Und dann darf Klein Alandra einfach mal ein bisschen erkunden gehen. Gehen wir schauen, was wir hier so haben. Ich meine, hier ist Eisen, das ist schon mal super. Das werden wir auf jeden Fall mal brauchen können. Was haben wir denn sonst noch? Ach, dieses schöne Vogelgezwitscher. Oh, Schafe! Hier sind Schafe! Also ich glaube, das Gebiet ist sowieso... Ach, hier ist auch so schön mit dem Wasser. Ja, ich mag Bäche. Finde ich toll. Befehl verstanden. Das Gebiet angucken. Rehe. Und sonst? Viel Wald. Also wenn man das Gebiet hat, oder ist nochmal Rehe? Oh, und nochmal. Ah, ist aber auch schön hier, oder? Das sieht aber auch schön aus. Kann man nicht anders sagen. Schöne Lichtung. Ups. Na, müssen wir auch die entsetzliche. Ist ja auch egal. Nee, finde ich auf jeden Fall. Ja, ich bin jetzt ein bisschen zu sehr in die Land. Ich esse noch mehr. Wildschwein. Gut, das ist auch ein tolles Gebiet. Wir haben hier nur tolle Gebiete um uns rum. Das ist sehr schön. Dann gehen wir nochmal da schauen. Oh, und wir haben Fisch. Wir haben Fisch. Wir müssen eine Fischerhütte bauen. Nee, jetzt ist ja gleich Winter. Ja, bauen wir im Januar. Das lohnt sich jetzt nicht für die paar Augenblicke. Dann brauchen wir die Holzfällerhütte auch noch auf 2. Und den Steinmetz auch mal auf 2. Warum nicht? Muss man ausbauen. Die Burg, ne? Burg. Ich soll es ja eigentlich langsam mal wissen, aber... Ja, das ist ja immer so eine Sache. Was haben wir denn hier Schönes? Kühe. Auch schön. Aber Nahrungsmittel haben wir genug. Also die Schafe sind definitiv besser. Gut, wo ist Alandra überhaupt? Ich sehe sie gar nicht. Alandra? Ach, da! Alles klar. So, und was war jetzt hier nochmal genau? Die Eisenmine, gut, da, deshalb brauchen wir es auch viel Wald, also viel Holz, das ist auch gut. Und auch einmal Wild. Also werden wir vermutlich als erstes das Gebiet holen. Oh, kostet 2 Minuten. Und dann das Gebiet mit den Schafen. Aber komm mal hier wieder zum Marktplatz. Ich nehme ein paar Ausbauten vor. Genau genommen tust du das nicht, denn du stehst da eigentlich nur rum. Ach so, naja gut, jetzt fängt er an. Und, wie sieht sie aus? Ah, das ist jetzt wieder diese klassische Burg vom Anfang. Mit den schönen... Schönen Stein. Ich mag das ja, dieses etwas Unregelmäßige. Ich meine, gut, das wiederholt sich hier alles irgendwann. Aber nee, finde ich schon schön. Auch mit dem Schnee.
Passend jetzt zur jetzigen Jahreszeit, bei mir liegt nämlich auch Schnee, ein bisschen zumindest noch. Ist zugefroren. Oh, und wir haben wieder ein Hundchen. Ja, ja, klar. Siehst du mal, rennst du das arme Hundchen hier einfach mal über den Haufen mit deinem Karren. Aber nun gut, was müssen wir noch machen? Wir brauchen noch einen Siedler. Bringen wir jetzt noch einen Siedler her? Ja, die Fischerhütte dann, ne? Das passt ja. Dann müssen wir jetzt, machen wir schon mal den Pfad. Von hier aus jetzt einfach mal hier so hin. Und dann sind wir jetzt immer noch im Dezember. Kleidung haben wir auch. Ah, Nahrung haben wir gar keine. Das ist irgendwie nicht so gut. Machen wir ihn jetzt gleich mal auf 2, dann haben wir auch den Siedler. Ja, dann müssen wir echt nur noch warten, bis wir die Kleidung haben. Was wollt ihr eigentlich werden? Ritter, ne? Das mit den drei Dingern. Noch, naja, das kriegen wir ja schnell hin. Da haben wir ja Übung drin. Diesmal werden wir wirklich, glaube ich, mal so ein bisschen Militär brauchen können. Zumindest mehr als unsere 4. Das heißt, sobald das Gold zusammen ist, was jetzt natürlich auch erstmal ein bisschen schwierig ist, holen wir uns das Gebiet mit dem Eisen. Wir haben auch überhaupt keine Verbündeten, oder? Was haben wir denn hier? Königliche Stadt Westholm. Feind. Böser Markus. Und der Hafen von Westholm. Der ist uns bekannt. Wir könnten ja eigentlich auch ein bisschen erkunden gehen, oder? Wenn wir aufgestiegen sind. Also sobald sie den nächsten Titel hat, dann gehen wir einfach mal hier so ein bisschen erkunden. Mal schauen, was es sonst so gibt. Ich bezweifle zwar, dass wir irgendwelche Verbündeten finden werden, weil auf der Karte waren einfach keine. Aber man kann ja mal schauen. Dann können wir als nächstes Seife, Besen. Ja. Naja. Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall auch Holz. Aber hier gab es ja auch ein recht großes Waldstück. Müssen uns das wirklich besorgen. Ja, ich mal schauen. Vielleicht finden wir irgendwie eine Ruine oder irgendwas, dass wir ein bisschen an Gold kommen. Das Gute ist zumindest, die Steuern sind höher als die Militärkosten. Das heißt, wir kriegen immer mal ein kleines bisschen Plus. Und das glaube ich nur durch die Metzgerei, ne? Steuern 13. Steuern 0. Hä, wir haben doch gerade 16 eingenommen. Wo kamen denn die anderen Steuern her? Wir zahlen ja keine Steuern. Ah, jetzt sind die Steuern wieder geschickt. Ach, vermutlich. Ja, gut. Je mehr Einnahmen der hat, desto mehr Steuern muss er zahlen. Klingt logisch. Klingt auf jeden Fall logisch. Na gut, der zahlt ja dann demnächst auch wieder Steuern. Finde ich aber auch echt gar nicht schlecht gemacht, weil ansonsten könnte man ja einfach wie blöd irgendwelche Gebäude bauen. Und dann würden die mal schön Steuern zahlen, dann wäre steinreich. Oh, wir können aufsteigen. Landvögtin. Ich werde mein Bestes geben, euch zu dienen. Immer. Das ist sehr schön. Unsere Siedlung wächst. Ich sollte mich zum Hafen begeben und Boten zu unseren Verbündeten aussenden. Sie werden uns Verstärkung schicken. Ja gut, dass ich da sowieso in die Richtung geklickt habe. Also natürlich jetzt erstmal gucken, was hier so angebiegen sind. Vielleicht finden wir ja wirklich eine Ruine. Zahlst noch keine Steuern? Ja, ich fühle mich mit dem nur 4 Militär und ein ganz kleines bisschen unsicher, um es mal so zu sagen. Weil uns kann ja im Prinzip wirklich fast... Ach, ich wollte nach dem Wetter gucken. Ah, jetzt können wir die Fischerhütte bauen. Wo ist die denn? Die ist da und dort. Oh, wir bauen so selten Fischerhütten. So. Ich spekuliere jetzt einfach mal drauf, dass... Ich werde angegriffen. Was? Wovon wirst du denn angegriffen? Alles klar. Oh, toll. Erstmal schönes, größte Banditenlager überhaupt gefunden. Super. Auf euren Befehl. Hat sich ja total gelohnt, die Erkundung. Dann geh mal hier ganz unten wie hin. Wünscht. Verlassen wir uns mal wieder auf die etwas kuriose Wegfindung. Wir sehen jetzt lang. Okay, gut, das ist wirklich sinnvoll. Ja genau, mit der Fischerhütte verlasse ich mich einfach mal drauf, bis sie fertig ist, dass dann da der Februar angebrochen ist. Oh, das hat ja wunderbar funktioniert. Dann müsste der auch gleich fischen können. Können wir auch nochmal eine Räucherei bauen, dann haben wir hier noch... Was ist das denn? Ach,
Mit Pranger und sowas, so eine Hinrichtungsstätte. Kurioserweise gleich mit Sitzplätzen. Sehr schön. Da fühlt man sich doch gleich total wohl. Aber absolut. Den Hafen erreichen. Befehl verstanden. Ah, ganz da. Wie erwünscht. Ich habe den Pfeil überhaupt nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der eben schon da war. Was? Ein Verräter hat Westholm übernommen? Feindliche Truppen sind in der Stadt? Ich werde sofort mein Schiff losschicken, um eure Verbündeten zu informieren. Das ist super. Das freut mich. Das freut uns. Da sind wir dann alle ganz doll froh drüber, dass wir jetzt vielleicht ein paar Verbündete kriegen. Könnte das denn sein? Überlegen. Ja, auf jeden Fall diese Wikinger... wie hieß die denn nochmal? Wir ganz am Anfang hatten. Naja, ich hoffe, ihr wisst, wen ich meine. Ja, mal schauen. Also die könnte das sein. Wer könnte das denn noch sein? Ganz wie ihr wünscht. Ich weiß gar nicht, was wir da sonst noch so für Verbündete hatten. Ja gut, wir hatten viele Dörfer, mit denen wir uns verbündet haben, aber ob uns ein Dorf helfen kann, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Was haben wir denn hier in dem Gebiet? Oh, ein Friedhof. Mit Mausoleen. Steine. Nix mit einer Ruine. Dann geh mal wieder nach Hause, liebe Alandra. Alles klar. Dann schauen wir einfach mal.